Wer kommt denn da? Kleine Überraschung. Hier sind ein paar Legionäre, die wollten sich wahrscheinlich eigentlich mit uns anlegen. Aber Pustekuchen. Oh, das ist ja fein. Das ist gerade eben schon mal passiert. Und diesmal haben wir es drauf angelegt. Mal gucken, wer gewinnt. Veronica, bitte. Oh, was machst du denn da, Veronica? Jetzt müssen wir auch in den Kampf. Ja, machst die alle platt. So, wen killen wir zuerst? Die Todeskralle, ne? Und jetzt die anderen. Na, rate du. Veronica, nicht mal in die Schussbahn laufen. Bitte jetzt nicht sterben. Das wäre ganz, ganz toll. Wie Kopf 0%. Na. Yay! Durchhalten, Veronica. Wir haben es fast geschafft. Noch ein. Sie gibt sich die Spritze. Sehr gut. Boom! Aber das war's jetzt wirklich, oder? Oder was ist da oben? Da sind noch zwei rote Zipfel. Erstmal schön hier looten. Wir haben es geschafft. Ohne 308er. Aber ich habe auch keine Mufu-Zellen mehr. Wir müssen uns Munition anlachen. Oder wir müssen hier eine andere Waffe mitnehmen. Oh, 308er. Das kommt aber früh. Nehme ich mit. Lohnt sich. Wurfspeere auch immer. Haben wir schon. Oh, Hohlspitzmuni. Naja. In der Not frisst der Teufel Fliegen. Präzisionsgewehr. Wertvoll genug, nehmen wir mit. Sturmkarabiner. Ebenso, das Trennmesser. Wow, ihr habt ja nur guten Kram am Start. Aber jetzt sind wir wirklich massiv überladen. Wir müssen so oder so nach Hause. Mal gucken, ob wir uns hier noch den Weg nach Hause schummeln können. Irgendwie. Dich hatten wir jetzt schon. Dich noch. Und dann erstmal nach Hause. Und dann kommen wir hierher zurück und machen genau da weiter, wo wir aufgehört haben. 12,7 mm Maschinenpistole nehme ich mit. Sprengstoff, jawohl, ja. Heilpulver. Wiegt ja kaum was. Aber wir müssen ein bisschen schlanker werden. Wie viele Tragekapazitäten hast du noch? Warum hatten die jetzt so wenig? Das ist ja kurios. Das Teil sollte ich vielleicht erstmal selber behalten. Vielleicht laufen wir noch eine Ortschaft ab, bevor wir dann nach Hause gehen. Sofern wir uns hier wieder gehfähig machen können. Den schlechten Sturmkarabiner. Hey, nee, willst du nicht? Ist nicht schlimm. Was wiegt einer hier? Keine Ahnung. Kannst du noch vier nehmen? Hey, ich komme nicht mehr richtig vom drei. Fleck, aber ich folge Ihnen im Geiste. Nee, wir müssen definitiv nach Hause. Idi! Idi hat noch ein bisschen Platz. Mach schön die Luke auf, Idi. Und noch vier? Ja, perfekt. Wie viele Tragekapazitäten haben wir jetzt? Nicht mehr viele. Nicht mehr viele. Aber ich will wissen, was das für rote Zipfel da oben sind. Ich nehme jetzt mal dafür die Maschinenpistole. Die sieht sehr cool aus, oder? Wollen wir mal ein Bildchen schießen? Ja, aber eins ohne Leiche. Das mag der Algorithmus nicht. Hier oben, gute Idee, ne? Toggle, Free Kamera. Jupp. Achso, ich muss auch noch Enter drücken, ne? Mein Fehler. Alle zurück auf ihre Position. Licht, Kamera. Action. Oh ja. Eine schöne Knarre. Mit dem ausgezeichneten Hintergrund. So ist gut, ne? Das Schild können wir verdecken. Das passte irgendwie gerade jetzt nicht. Nicht rein. Bildchen. Jetzt nur die Knarre noch. Der letzte Notnagel. Vielleicht aus Edis Perspektive noch? Nee, das macht wenig Sinn. Okay, ich bin fertig. Was die Bilder angeht, was sind das für rote Zipfel? Bitte keine Todeskralle. Lieber jetzt speichern als später. Ach ja, wir haben ja auch noch... Ja, wir haben ja 308er bekommen. Nicht die Hohlspitz. Muni wechselt mit 2. Macht er nicht, ne? Das ist komplett verbuggt. Er wechselt jetzt auch so nicht die Patronen. Das bedeutet, wir müssen einmal die Knarre wegschmeißen.
einmal die Knarre wegschmeißen, wieder aufheben, erneut auf die 6 legen und jetzt auswählen und Muni wechseln. Geht doch, Mensch, ein schönes Workaround. Sind das ebenfalls Todeskrallen? Ist der ganze Berg voll mit Todeskrallen? Bitte nicht. Also wir kriegen das schon hin mit genug 308er Munition, aber es kostet Zeit, Nerven und so ist es jetzt gerade. Ja, tatsächlich. Oh, warte, ey. Ich habe gespeichert, keine Panik. Ich will es nur kurz probieren. Nach Novak schnell reisen. Veronica leer machen. Edie leer machen. Klamotten in die Klamottensammlung. Waffen in die Waffensammlung. Munition herstellen. Vorzugsweise 308er und 5mm Munition. Reparaturpakete herstellen. Das Händlerterminal leer machen. Naja, so fast. Und ach Herr Jemine, wir haben genug Kohle zusammengesammelt für unsere Waffe, auf die wir die ganze Zeit sparen. Die von den Waffenschiebern. The Medicine Stick. 29.380. Die Summe merken wir uns mal ganz kurz und schlüpfen in das Wendler-Outfit. Oh, verklickt. Bierchen trinken und 1000 Kronkorken sparen. Nice. Also dieses Gewehr ist laut Fallout New Vegas Wiki die zweitstärkste ballistische Waffe nach dem Antimateriegewehr. Ich glaube, die stärkste ballistische Waffe ist das Schätzchen hier, welches wir ja schon länger haben. Aber ganz ehrlich, mit der quasi drittstärksten ballistischen Waffe komme ich ganz gut zurecht. Deswegen kaufen wir uns die jetzt mal. Nur der Variation wegen. Aber die soll auch ganz nice aussehen. Werden wir gleich sehen. Und dann später werde ich mir hier noch den Rucksack kaufen für die Powerrüstung. Das war doch auch irgendwo, ich glaube hier, ne? Ich glaube, das war hier irgendwo. Oder können wir uns den jetzt schon kaufen? Und auch generell sollte ich mal, auch wenn ich jetzt gerade so im Erkundemodus bin, sollte ich vielleicht mal mit Veronica deren Questreihe spielen bei der Bruderschaft. Ich glaube, wenn wir das machen, bekommen wir die Schulung in Sachen Powerrüstungen. Und dann hätten wir hoffentlich in Kombination mit... Oh, das ist ja auch gut, dass man die hier kaufen kann. Die Primer, die Zündhütchen. Als Kiste sogar. Ja, dann haben wir auf jeden Fall ein paar Trageeinheiten mehr. Will ich doch mal schwer hoffen. Wo ist denn nur hier der Rucksack für, bin ich schon vorbei, für Powerrüstungen? Ach, werden wir schon finden. Im schlimmsten Fall muss ich zum physischen Laden der Waffenschieber. Ist auch nicht hier, ne? Ich bin bestimmt schon dreimal dran vorbei. Naja, wenn es soweit ist, ne? Das ist die erste Anschaffung, die wir machen, wenn wir es hinbekommen. Also wenn wir es gelernt haben, eine Powerrüstung zu tragen. Bitteschön, 28.930 Kronkorken. Nice. Ich nehme auch gleich noch hier das Gewehrpulver mit. Behälter Gewehrpulver und hier unten die Zündhütchen für die Gewehre. Für kleine Gewehre, für 5mm Munition und für große Gewehre, 308er Muni. Schön, dass wir das hier kaufen können. Und dann checke ich gleich nochmal, ob wir das erweiterte Magazin für Sturmkarabiner haben. Bin ich mir gerade nicht so sicher. Sonst noch irgendeine interessante Modifikation? Jagdschrotflinte? Nein. Behälter, Pistolenpulver brauchen wir gerade auch nicht. Altmetall haben wir mehr als genug. Duct Tape, das würden wir kaufen. Antimaterie-Reifel. Nope. Das wäre soweit auch hier alles, was wir gerade kaufen können. Bitteschön. Haben wir diese Modifikation? Ist sie da? Sturmkarabiner X. Wir haben das erweiterte Magazin. Wunderbar. Dann können wir jetzt, genau,
unsere Ressourcen ablegen. Unser altes Jagdgewehr kommt erstmal in die Sammlung, vorübergehend. Sturmkarabiner bleibt im Team. Ja, sehr schön. Das Jagdgewehr auf die 3 packen. Auf der 1 hatten wir die Schrotflinte. Wieder zurück. 6 ist unser Scharfschützengewehr. Wunderbar, ich glaube, warte mal, stopp. Du hast haben noch was Feines für mich? Ein du hast noch den ganzen Power-Rüstungskram am Start, ne? Wobei, willst du den Helm unbedingt anbehalten? Kannst du machen. Wenn du das willst, Veronica, umso länger hältst du im Kampf aus. Wobei, vielleicht geben wir ihr dann gleich noch... Warte mal. Jetzt lassen Sie mich das schwere Zeug tragen. Du kannst eine Power-Rüstung tragen. Na klar, du bist doch von der Bruderschaft. Eine Sekunde, bitte. Brotherhood, welcher ist der stärkste aktuell? Ich suche mal ganz gezielt nach Power, für Power Armor. 22, 13, 20. Hier, Brotherhood, T45D. Oh, sag bloß, du kannst natürlich. Sonst könnte sie den Helm auch gar nicht tragen. Wir haben eine viel bessere Rüstung für dich, meine Gute. Haben Sie was Feines für mich? Ja, ein Kleidchen. Ein metallenes Kleidchen. Oh Gott, das ist ja fantastisch. Jetzt lassen Sie mich das. Aber wir haben nicht zufällig davon auch noch den Helm, oder? Aber dann kann sie doch den Rucksack haben. Oh, wie viel sie jetzt tragen kann. Wobei, ist das wirklich mehr geworden? Ich bilde es mir zumindest gerade ein. Eine Sekunde, wir müssen doch noch irgendwo den T-45 Helm haben. T-45. Ach, wir gehen das ganz kurz so durch. Filter aufheben. T-45. Aber das hätte er doch angezeigt. T. Nee, schon vorbei. Was? Einfach nur mal 45 suchen. Mm-mm. Warum habe ich den Helm nicht? Helmet oder Helm, ne? Was sagst du zu Helm? Oh, Helmet ist auch gleichzeitig Helm. Wie toll. Was für ein Zufall. Warum haben wir den Helm nicht? Nicht, dass das wieder so eine mysteriöse Geschichte war, wo dann Idi oder so den Kram einfach ausgespuckt hat. Hm, aber sie hat ja jetzt gerade einen Power-Rüstungs-Helm an. Okay, ich habe nur diesen einen Helm gehabt. Ja, den hatten wir ja vermengt mit dem anderen. Und darüber hinaus haben wir 2 weitere Power-Rüstungen. Warte mal, da steht kein Power-Rüstungstraining nötig. Die kann ich selber tragen. Auch die hier, die Salvaget. Eine Sekunde, nein. Was sagen meine Tragekapazitäten dazu? Wir haben jetzt 301. 301. Oh mein Gott. Bleibt bei 301, ne? Oh. Schande. Nein. Meine Mods bezüglich der Powerrüstung hauen nicht hin. Kann das sein? Das wäre schon ziemlich schade. Also aus der Ego-Perspektive schon, ne? Also da hat er sie zumindest am... Nee, der Arm ist weg. Oh nein, das ist uncool. Was sagst du zur anderen Power-Rüstung? Das ist natürlich jetzt so eine Sache. Aber hierfür bräuchten wir auch kein Power-Rüstungstraining. Aber vielleicht liegt das ja auch an den Gegenständen. Oh. Die wird jetzt hier gerade angezeigt. Oh, wir haben eine Power-Rüstung. So eine fette sogar. Ich glaube, die ist gemoddet, ne? Ja, so eine fette Power-Rüstung gibt es sonst nicht in New Vegas. Okay, dann liegt es noch am Gegenstand. Mehr ist es nicht. Trageinheiten 301. Wir brauchen den fetten Rucksack. Warum hat er den nicht mehr? Oh, hallo, hallo, hallo. Aber jetzt passt der, also der Nuka-Cola-Rucksack haut jetzt nicht mehr so hin, ne? Aber ich lasse mal ganz kurz auf. Wegen den erweiterten Tragefähigkeiten. Da gab's doch irgendwo bei euch hier. Gab's doch. Definitiv.
Ein Power-Rüstungsrucksack habe ich mir extra hier auf meinen Zettel aufgeschrieben. PR-Rucksack 1500, schlag mich tot. Aber das wäre ja... Wo sind die anderen Rucksäcke? Eigentlich bei Kleidung. Vielleicht gibt es die einfach nicht hier am Terminal. Vielleicht müssen wir zum Laden. Aber das sollte es mir wert sein. Ja, wir gucken da mal vorbei. Wie viel Kronkorken hat mir jetzt noch? 6000 und Powerrüstung, Mann. Wirklich, Powerrüstung. Aber ohne Helm? Weiß ich nicht, ne? Funktioniert der Helm bei uns? Ein Kleid vielleicht? Ist ein leichter Helm. Okay. Ist ein leichter Helm. Ganz kurz mal ausprobieren. Ich würde ihr ja gerne Poplars Kapuze abnehmen. Aber das geht nicht. Schön. Aber jetzt haben wir nicht mehr den Buff durch die Brille und so, ne? Oh, wie fett, ey! Was für eine fette Powerrüstung. Die waren doch sonst immer ganz, ganz schlank. Bei Fallout 3 sind Powerrüstungen recht schlank und auch bei New Vegas waren die echt schlank. Und da gibt es eine schöne große Mod, die die Rüstung so aufbläht wie bei Fallout 4. Ich hoffe, das haut hier auch alles so hin. Aber generell, dass wir hier für diese kein Training brauchen, finde ich gut. Finde ich sehr gut. Aber ich würde jetzt schon gerne wissen, wie viel ich dann tragen kann, wenn ich den fetten Rucksack habe. Aber der Buff, ne? Der Sonnenbrille ist weg, oder? Ja, ist weg, definitiv. Und auch mein Glückspunkt bezüglich der Gasmaske. Aber so geht's doch auch, Mensch. Das ist doch schon mal was. Ganz kurz rüber zum Laden der Waffenschieber. Und da sind wir auch schon. Ich muss am Terminal, ne, mit euch, oder? Handeln? Willkommen, Sir. Ja, kaufen bitte. Zeig mal dein Angebot. Ich bin bereit. Transaktion. Bei Kleidung müsste das ja sein. Powerrüstungsrucksack, da ist er tatsächlich. Tatsächlich. Steck ein. Plus 75 Pfund, also nochmal 25 Pfund drauf, im Gegensatz zu den normalen Rucksäcken. Aber Agilität, ne? Die geht uns flöten. Aber ich bin einfach mal happy, dass wir jetzt eine Powerrüstung haben. Und die Questreihe mit Veronica oder von Veronica, mit und von Veronica werden wir irgendwann sicherlich auch spielen. Ja, gehe ich mal ganz stark davon aus, ne? Warum nicht? Nicht abbrechen, stopp. Akzeptieren. Flupp. Und immer noch 4800 Kronkorken. Aber hier war noch irgendwas, was ich kaufen wollte. Irgendeine Waffe wollte ich noch haben. Irgendwas für 30.000. Weil ich habe mir ja aufgeschrieben noch 30.000 Gunrunners Jagdgewehr. War das das Bosa vielleicht? Nee, das ist doch viel zu schwach. Wobei Schaden pro Sekunde, das wird unheimlich schnell schießen, ne? Nee, Schaden pro SPS. Ich weiß aber nicht, also das ist ja auch teilweise, es ist ja unterschiedlich. Entweder heißt es Schaden pro Schuss oder Schaden pro Sekunde. Aber nun ja, vielleicht auch Schaden pro Stunde. Esther, nee, Esther wollte ich nicht haben. Gerne, nein, Nahkampfwaffen, nein, danke. Ich bin ein Sniperino. Also ich gebe mir zumindest jegliche Mühe. 30.000. Nee, das war es auch nicht. Aber das könnten wir Veronica kaufen. Aber nein, nicht für 29.000 Kronkorken. Dann ist es vielleicht doch das Gewehr gewesen. Das wird schon seinen Grund haben, warum das so teuer ist. Das hier oben. Die Bosa. Bosa. Naja, ob das so gut ist dann. Ein Schuss macht 19 Schaden. Das muss ja dann sehr, sehr, sehr schnell schießen. Es könnte unser Sturmgewehr ersetzen. 5,56er Munition hatten wir mal relativ viel. Ich lasse mich drauf ein. Ich sag jetzt mal 30.000 bei den Gunrunners für Bosa. Dann haben wir wieder ein Sparziel. Ich spare so gerne, Mensch. So gerne. Aber nun gut, was bringt denn jetzt der Rucksack? Was bringt uns der Rucksack? Ich würde den Rucksack gerne am Tage mal ausprobieren. Mit schön Licht und so. Ja, mit der aufgehenden... Nee, mit der stehenden Sonne.
Ich brauche das jetzt. Genau, mit dieser Sonne. Oh, wie schön hier die Rüstung ins Bild ragt. Finde ich gut. Finde ich sehr, sehr gut. Kleidung, Power-Rüstungsrucksack. Warum sind wir jetzt bei 291 nur noch? Was hat sich verändert? Das Bier wirkt nicht mehr, ne? Ja, das wird sein. But anyways, Power-Rüstungsrucksack. Jetzt 315, ja. Aber wir tragen hier auch den Rucksack an sich mit uns rum. Der wiegt 10. Und darüber hinaus tragen wir noch die Rüstung mit uns rum. Wenn ich die wegschmeiße, dann, ja, nur mal so just for fun, sind wir auf 50 Kilo, Pfund, whatever, auch leichter. Nicht mit Idi sprechen, wieder aufheben. Ist schon so ein mittelprächtiger Deal. Sicherlich, wir sind ein gutes Stückchen mehr geschützt. Aber unsere Tragekapazitäten bekommen ein ordentliches Defizit. Ich glaube, das mache ich nicht. Ich glaube, ich bleibe weiterhin in unserem Detective Code. Da bekommen wir ebenfalls noch den Schusswaffenbonus und Wahrnehmung plus 1. Und Charisma plus 1 ist auch viel wert. Ja, ich denke, so machen wir es. Aber ich finde es nach wie vor cool, dass sie jetzt eine Powerrüstung trägt. Du bekommst deinen Helm zurück, wenn du möchtest. Haben Sie was Feines für mich? Und dann muss ich nochmal ganz kurz nach Novak meinen Kram weglegen. Aber vielleicht schießen wir trotzdem ein paar Bildchen, ne? Ein paar Bildchen sind schon in Ordnung. Helm angezogen. Das neue Gewehr ausgepackt. Medicine! Stick! Medicine, Medicine. Ach, bei Waffen. Stimmt, da war ja was. Da ist das Schätzchen. Third Person. Toggle Free Kamera. Kommt natürlich jetzt, naja, das Stückchen, was es jetzt da drin in der Rüstung hängt. Das photoshoppe ich weg. Und hier sind Federn. So ein Traumfänger, ne? Echt schick. Gar nicht uncool. Ja, hier schön angestrahlt von der Seite. Mit Edi. So halb mit Edi, ne? So halb mit Edi. Nochmal. Noch weiter unten. Ja. Sie hier noch. Aber von hinten so, ne? Der Rucksack. Ja, den kriegt sie, genau. Den kriegt sie. Sie ist eine Frontkämpferin. Sie kriegt den Power-Rüstungsrucksack. Dann haben wir den zumindest auch nicht umsonst gekauft. Bin ich gut. Können wir machen. Edi, jetzt mal bitte stillhalten. Und dann noch wir mit dem Power-Rüstungsrucksack von der Seite. Na, ja, ein bisschen kratzig, ne? Ich dachte, der wäre neu. Aber okay. Aber okay. So, bitteschön. Jetzt du kriegst Sie mich von das uns. Schwere Zeug tragen, oder? Ja, das stimmt. Zack, kriegst du. Willst du nicht lieber die Rüstung tragen? Wobei, die ist ja potenter, ne? Und du kriegst natürlich auch noch den Helm. Und schon siehst du hier gleich. Warte mal, ich musste den anderen Rucksack, glaube ich, wegnehmen. Haben Sie was Feines für mich? Ja, was ein Feines. Kleinchen? Ganz was Feines. Und sie trägt ihn auch. Wie gut. Jetzt lassen Sie mich das schon. Aber jetzt hat sie weniger Tragekapazitäten. Warum? Wie soll ich das jetzt verstehen? Vielleicht funktioniert er bei ihr nicht. Ist möglich, ne? Bitteschön, kriegst du wieder deinen Mojave Express Rucksack zurück. Wobei, ja gut, den anderen würde ich jetzt gerne mal ausprobieren. Raus aus der Power-Rüstung. Zurück in den Detektivmantel. NCR Rucksack, Barett, Sonnenbrille. Ist das alles? Sind wir das? Ja, das sind wir. Ach, die Maske. Entschuldigung. Die Gasmaske. Uiuiuiui. Das wäre fast schief gegangen. Gas. Sowjet. Da ist sie. Third Person. Mhm. Der neue Rucksack, ne? Auch nett, muss ich sagen. Aber nicht so nett wie der rote Rucksack von Nuka-Cola. Ich finde, ist auch die bessere Marke. Es einfach weckt in mir die besseren Gefühle. Danke. Nuka-Cola-Rucksack.
Ja, das ist doch ein Highlight von einem Rucksack.